keine frische Frösche. Kein Kotelett. Kann man die schmoren? Na ja, klar können sie die schmoren. Die Zubereitung. Na, Froschschenkel sind doch bekannt, aber das sind ja Wetterfrösche, das sind doch keine zum Essen. Werden so auseinandergerissen, die haben ja auch Angehörige. Jetzt krieg mal Wetterfrösche nach so ein Quatsch. Geht ja nicht dran. Ich probiere ein, zwei Mal. Die armen Leder. Ja, da müssen die ganzen Tag nur die Leiter hoch und runter. An Wetterfrosche kennst du prompt, wie es kommt. Darf man nicht wahr sein. Mutti, ob sie hüpfen können. Schöne Wetterfrosche. Mutti, kostet mal Wetterfrosch. Um Gottes Willen. Sind echte Meister. Ja, guck doch. Hier bei dem von links das zweite. Nimmst den von der Oma aus dem Keller, der ist genauso echt. Ich bezweifle auch, ob das echt ist. Feine frische Frösche.